war so nicht geplant. Hi, was geht? Viele fragen sich jetzt wahrscheinlich, was das hier für eine Box ist. Das hier, meine Damen und Herren, ist eine Wutbox. Nein, vorneweg, ich habe keine Wut. Ich bin absolut froh, diese Box hier zu haben. Das hier ist eine Wutbox. Und in dieser Box befinden sich die wundersamsten Dinge, die mysteriösesten Dinge aus den verschiedensten Spiele-, Film- und Serienuniversen. Ihr habt richtig gehört. In dieser Box hier befinden sich immer jeweils 5 Gegenstände. Das können sein T-Shirts, Tassen, Spielfiguren von verschiedensten Spieluniversen und vieles, vieles mehr. Um hier mal ein paar Beispiele zu nennen, was sich hier denn so befinden könnte. Es könnte sein, dass wir in dieser Box ein Nintendo T-Shirt bekommen. Wir könnten aber auch ein Dragon Ball Z Figürchen hier in dieser Box vorfinden. Es kann aber auch genauso gut sein, dass wir in dieser Box eine Marvel-Tasse bekommen, eine Spider-Man-Tasse, was auch immer. Es kann aber auch sein, dass sich hier in dieser Box ein, weiß nicht, Blizzard-Produkt, ein sogenanntes Item, wie man das auf der Webseite immer nachlesen kann, verbirgt. Also in dieser Box hier befinden sich 5 Items und direkt mal vorneweg, vielen, vielen Dank an Wutbox. Die haben nämlich gesagt, hey Kai, hast du Bock, diese Box hier zu bekommen und sie mal zu unboxen und den Leuten zu zeigen, was sich hier drin befindet und so weiter? Und ich würde sagen, wir fangen sofort an. Ganz kurz, bevor wir die Box aufmachen, da seien nochmal ein paar Sachen gesagt. Wer die nämlich auch haben möchte, wer sich auch denkt, Alter, nach dem Video hat mich so ein bisschen der Nervenkitzel gepackt und ich würde am liebsten auch so eine Box bestellen, könnt ihr sehr gerne machen. Es gibt direkt in der Videobeschreibung den ersten Link. Das ist der Link, wo ihr quasi auf die Wutbox-Website kommt und dort könnt ihr euch diese Box hier bestellen. Und zwar in 4 möglichen Möglichkeiten. Lul. Da gibt es nämlich einmal das Flexi-Modell, das Flexi-Abo-Modell und by the way sind alle Boxen, die ihr bestellt, einem Abo-Modell entsprechend, aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Da gibt es erstmal das Flexi-Abo, da könnt ihr quasi eine Box bestellen und mal reinschnuppern, wie ihr denn diese Box findet. Das ist gerade für Neueinsteiger sehr, sehr, ich sag mal, cool, denn ja, mit einem Monat macht man nichts falsch. Das sind 21,99 € für diese Box. Ihr habt in dieser Box immer einen garantierten Warenwert von 50 € Minimum. Das werden wir gleich sehen, wenn wir diese Box aufmachen. Das Ding ist sogar, dass sich in dieser Box hier in der Regel auch lizenzierte, offizielle Produkte befinden. Das heißt, sogar von den offiziellen Herstellern lizenziert und abgesegnet. Dann gibt es das 3-Monats-Abo und im 3-Monats-Abo habt ihr quasi ein Abonnement mit 3 Wutboxen, die ihr jeweils monatlich bekommt, eine pro Monat. Und da zahlt ihr quasi pro Monat 21,29 €. Daraufhin kommen wir noch zum 6-Monats-Modell. Das ist Modell Nummer 3. Das geht, wer hätte es gedacht, 6 Monate. Und da ist es eben so, ihr zahlt für diese 6 Monate quasi 20,99 €. Dann gibt es noch das 12-Monats-Abonnement. Das geht 12 Monate, glaube ich jedenfalls, wenn ich richtig informiert bin. Da kostet nämlich im 12-Monats-Abonnement eine Kiste 19,99 € und ihr spart quasi im Vergleich zur Flex-Abo-Kiste 2 €. Kauft ihr quasi dieses 12-Monats-Abonnement, spart ihr im Jahr 24 ganze Euros. Das sind die ganzen Abonnements. Die Seite, wie gesagt, zu Wutbox ist in der Beschreibung. Und jetzt kommt das Beste. Alle Leute, die zum ersten Mal bei Wutbox einkaufen, bekommen mit dem Rabattcode Kai, das ist hier eingeblendet, 5 € pro Einkauf. Das heißt, ihr spart euch quasi bei der Flex-Abo-Wutbox 5 €, zahlt dann quasi statt 21,99 € 16,99 € für die Kiste. Das heißt, ihr habt 5 € gespart und ihr müsst immer noch diesen Warenwert von 50 € bedenken. Und das Ding ist, jeden Monat gibt es quasi eine andere Art an Elementen, die es in dieser Box gibt. Und ich weiß, ich palaverisiere gerade sehr krass rum und so, aber es gibt noch eine Sache, die ich euch unbedingt sagen möchte. Und zwar gibt es von Wutbox ein monatliches Event. Jede Person, die auf Wutbox
etwas als Abonnement bestellt hat, qualifiziert sich für ein Mega-Wootbox-Gewinnspiel. Und der glückliche Gewinner dieser Mega-Wootbox bekommt eine richtig fette Box im Wert von 2000 Euro. Was da alles drin ist, ich muss es vorlesen, weil das kann man sich nicht alles merken, aber es ist richtig, richtig krass. Es gibt die Darksiders 3 Apokalypse Edition, die 400 Euro wert ist. Dann gibt es halt noch die Figur Sylvanas, die ist 350 Euro wert. Dann gibt es noch eine PS4 Pro mit 1 Terabyte für 400 Euro ungefähr zu gewinnen. Dann gibt es noch eine Soundbar von Bose in dieser Mega-Wood-Box, die knapp 650 Euro wert ist. Und dann noch ein Gaming-Stuhl GT Omega Racing, der knapp 267 Euro wert ist. Also ihr seht, wenn man richtig viel Glück hat, dann habt ihr einfach unter anderem diese Gegenstände. Ich denke mal, das sind die Gegenstände für den Dezember. Auf jeden Fall sicher. Ich finde die Aktion mit Wootbox richtig cool, dass es da Gewinnspiele gibt und so, dass da halt sowieso keiner leer ausgeht, weil das, was in der Box hier drin ist, das ist ja auch schon ein Grund zur Freude. Und bevor ich jetzt noch weiter rumpalaverisiere, machen wir die Box jetzt auf. Ich muss nur kurz ein Messer holen. Bis gleich. Ibims, der Messerguy. So, ich bin sehr gespannt, was da drin ist. Wir schauen mal. Und was befindet sich da drin? Erstmal gibt es hier das Wootbox Magazin. Ja, es ist halt quasi ein Magazin, das monatlich rauskommt, was ich schon mal sehr cool finde, weil das ist auch ziemlich seriös so, dass man hier quasi ein Magazin hat und so. Kommen wir aber jetzt mal zum Wichtigsten der ganzen Angelegenheit. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ah, es gibt so viel, ey. Oh, Wudingos. Und guckt mal hier, sogar die Innenseite der Box, gönnt euch das mal, wie die Innenseite der Box einfach ein hölzernes Design hat und hier sogar noch Wootbox steht. Also, wenn das jetzt mal nicht einer epischen Kiste nachkommt, dann weiß ich auch nicht. So, was haben wir hier? Wir packen aus. Und hier haben wir zuallererst mal ein Star Wars Pop. Eine Star Wars Pop-Figur. Diese Pop-Figuren kennt ihr vielleicht. Das sind quasi so Miniaturfiguren, die ziemlich süß aussehen und im Anime-Jargon vielleicht sogar auch Chibi genannt werden. Das hier ist quasi gerade Chewbacca aus Star Wars. Ich würde ihn jetzt ganz gerne nachmachen. Sieht ziemlich cool aus, wirklich. Also, hat was. Sehr nice, sehr nice. Stellen wir uns hier oben hin. Und wir kommen direkt zum nächsten Item. Und da würde ich sagen, schauen wir uns mal dieses, diesen Pin an. Und das ist ein Dezember-Pin. Es gibt auch quasi monatseigene Pins, die man sich quasi anhängen kann oder was weiß ich. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich weiß gar nicht, was das hier für ein Symbol sein soll. Aber das auf jeden Fall hier noch vermerkt ist, hier so Dezember 2018, ist eine coole Sache. So kann man sich quasi auch immer monatliche Goodies abholen, die halt auch einzigartig sind und dementsprechend coole Aktion. Das klebe ich mir jetzt mal oder das hänge ich mir jetzt mal an mein Shirt. Wir kommen zum nächsten Produkt. Produkt Nummer 3. Was haben wir hier? Oh, was Dragon Ball mäßiges. Was ist es? Ein Kristallball. Aus der Dragon Ball Z-Serie. Da haben wir einen Kristallball. Also quasi, ja, was heißt Kristallball? Es ist wahrscheinlich wie nennt man immer diese Kugeln, mit denen man Shenlong rufen kann? Die Dragon Balls. Was denn sonst, Kai? Ja, es ist quasi ein Dragon Ball. Und ob dann noch Shenlong kommt, ist die Frage. Ich denke nämlich nicht. So, aber wir kommen zum vierten Produkt. Und das ist... Was ist das denn? Ist das eine... lol, was ist das? Hä? Das ist ein NES-Controller. Aber ich glaube... Das ist so eine Art Stressball oder so, kann das sein? Ey, da wurde ja perfekt für mich vorgesorgt. Ihr wisst, ich raste sehr oft aus und hier kann man quasi seinen Stress dran auslassen und er sieht immer noch aus wie eine 1. Ein NS-Controller, der quasi eine Art Stressball ist. Das ist ja nice. Das ist bestimmt essbar, oder? Sehr cool. Wird in meinen Streams häufiger und in meinen Let's Plays häufiger Verwendung finden, weil ihr wisst, ich raste sehr oft aus und da schmeiße ich jetzt nicht mal meine Joy-Cons durch die Gegend, sondern wahrscheinlich diesen Controller und drücke ihn aus und denke mir so,
Aber gut, sehr cool, Alter. Ey, ganz ehrlich, was haben wir jetzt hier schon für nice Stuff gesehen? Und jetzt kommt das letzte Produkt für heute. Und ich dachte gerade auch, es wäre irgendwas Dragon Ball-mäßiges. Wegen der Angelegenheit hier, wegen diesen japanischen Schriftzeichen. Aber ihr erkennt schon, dass wir hier einen altbekannten Charakter haben. Und zwar ist es Pikachu, Bruders. Ja, moin. Ja, es ist ein scheinbar offiziell lizenziertes Pokémon-T-Shirt. Wir packen das mal aus. Ja, was ist denn hier los? Rudinius. Wisst ihr was? Ich ziehe das T-Shirt mal sofort an. Da fällt mir gerade ein, ich muss noch den Pin abmachen. Der Pin ist im Weg. Ja, moin. So, da haben wir das Ding. Da ist es. Da ist es doch. Und ich zeige es euch mal ganz kurz hier vor die Cam, ja. Das ist ein richtig cooles T-Shirt. Zum Beispiel hier auch so Hashtag 25 Pokédex-Eintrag. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ich kann, wenn ich mir so die ganzen Waren hier angucke, echt nicht meckern. Vor allem auch die Kiste ist richtig cool gemacht. Die Kiste so, das Innenleben ist halt auch schon sehr lebendig so. Kistendesign, richtig gut gemacht. Aber wenn wir jetzt mal brainstormen, was sich alles an Warenwert in dieser Kiste befindet, dann werden wir sehen, wir kommen safe auf die 50 Euro. Kommen wir erstmal auf das T-Shirt, das, was man dann am offensichtlichsten sehen kann. Sind wir mal großzügig und sagen, das hier, ne, 20 Euro. Ich denke mal, da sind wir ganz gut dabei. Kommen wir zu dieser Chewbacca-Pop-Figur. Ich kenne mich jetzt in den Preisen nicht so ganz aus, würde aber auch sagen, weil das hier von Disney kommt, Star Wars, Disney, übelstes Markenprodukt, 20 Euro. Safe. Also, wenn ihr so in so ein... Wie nennen sich diese Läden, in denen man quasi solche Produkte kaufen kann? Es gibt, glaube ich, in Köln einen Laden, der nennt sich, glaube ich, Elbenwald oder so. Und da kann man auch solche Produkte kaufen. Ich glaube, da geht das Ding, wenn überhaupt, so für 20 Euro oder 25 Euro weg. Dementsprechend auch 20 Euro das gute Ding hier. Und da haben wir quasi hier schon einen Warenwert von 40 Euro. Kommen wir mal hier auf das Ding hier. Der Dragon Ball mit 4 Sternen. Voll geil. Also ich weiß jetzt nicht so genau, was das Ding für eine Beschaffenheit hat, wie das Material ist. Ich denke, es wird eine Glaskugel sein und ich kenne mich jetzt in den Preisen nicht aus, aber auch hier würde ich sagen, Dragon Ball, lizenziertes Produkt, offiziell, da würde ich auch sagen, sind wir so bei 10 Euro dabei. Wenn wir jetzt wirklich mal runterschätzen, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding für 5 Euro verscherbelt wird oder so. Ich denke, das wird so ein 10 bis 20 Euro Produkt sein, aber sagen wir mal 10 Euro dafür. Dann der Stressball von NES Controller. Das ist so ein Produkt, wo ich sagen würde, okay, das wird jetzt nicht so unbedingt hoch angesiedelt sein, weil es halt eben ja, aus nicht so, ich sag mal, teuren Materialien besteht. Das ist halt eben Gummi so, es ist Kautschuk, würde ich sagen. Und 5 Euro. Sagen wir 5 Euro, okay? Cool. Und dann werden wir noch hier das Ding hier anpeilen. Ja, sagen wir mal auch hier 2 Euro oder so. Ich weiß es nicht. Tut mir leid, ich will Rootbox nicht irgendwie runterhandeln oder so, aber dass wir hier mal greifbare Werte haben, ne? Das ist so das Ding. Und diese 5 Produkte hier, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe, sind wir quasi hier in dieser Rootbox bei einem Gesamtwert von, ich würde schätzen, knapp 57 Euro. Diese, wenn ihr euch diese Produkte im Laden kaufen würdet, also unter 50 Euro, unter 60 Euro kommt ihr da nicht raus. Daher zahlt ihr in der Wootbox dafür, für die einzelne Wootbox, 21,99 Euro mit meinem Rabattcode sogar 16,99 Euro. Also alle diejenigen unter euch, die das mal ausprobieren wollen, die sich diese Box hier mal gönnen wollen, Es lohnt sich. Übrigens, bestellbar ist das Ganze über SEPA-Lastschriftverfahren. Lastschrift. Und über PayPal. Dementsprechend ist da für alle Möglichkeiten etwas geboten. Alles klar, ich werfe dieses Video raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank an Rootbox für das freundliche Zusehen und für das ultra geile T-Shirt. Ich bin sehr dankbar dafür. Und ansonsten, Brudengos, bis zum nächsten Video. Macht's gut, haut rein und ciao. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben da lassen und ein Abo, wenn ihr neu seid. Hauen Sie hinein!